So, und wir uns so ein bisschen überlegen, naja, was hätte ich denn für Möglichkeiten? Also, es gäbe ja die Möglichkeit, dass ich, also ich nehme mal jetzt immer für den Erzeuger die Farbe Blau und für den Verbraucher die Farbe Grün. Und mal so die Möglichkeiten hin, die es so gibt. Also wir könnten uns ja überlegen, dass es, es wäre vermutlich relativ einfach, dass der Erzeuger in Sternen geschaltet ist und dass der Verbraucher in Sternen geschaltet ist. Das wäre so vielleicht Variante 1. So, dann muss ich die mal noch irgendwie miteinander verbinden, indem ich das hier oben lang verbinde und indem ich das hier so miteinander verbinde und so miteinander verbinde und jeweils in der Mitte dieser Sternschaltung mal hier noch einen Lötpunkt ergänze. So, und dann könnte man das hier nennen UQ1, UQ2 und UQ3. Wie rum man die jetzt irgendwie durchnummeriert und so ist natürlich vollkommen egal. Wenn ich das jetzt auf der Erzeuger-Seite so mache, würde ich das auf der Verbraucherseite natürlich auch so machen. So. Und dann könnte es natürlich in dieser Schaltung auch noch einen Neutralleiter geben, der jetzt angeschlossen ist oder nicht angeschlossen ist. Ja, aber Neutralleiter kann es ja nur geben, wenn ich halt einen Sternpunkt habe. So. Und also ich schreibe mal hin, sozusagen mit. Jetzt gäbe es ja immer noch die Variante mit Neutralleiter, ohne Neutralleiter. Ja. Und es gäbe sozusagen immer die Variante, das ganze Ding ist, versuche ich mal noch ein bisschen höher hier zu schreiben, das ganze Ding ist symmetrisch. Oder das ist unsymmetrisch. So, symmetrisch würde heißen. Dass die Sterne oder also wir haben in jedes Volk haben gleiche Impedanz. Genau, also die Widerstände wären alle gleich groß oder die Impedanzen wären hier gleich groß. Ich hätte das vielleicht auch einfach allgemein Z nennen sollen, ne? Und das sind natürlich hier alles irgendwie komplexe Zeiger. Vielleicht hätte ich die drüben einfach Z nennen sollen. So, und die sind auch gleich groß von der Amplitude und genau um 120 Grad Phasen verschoben. Ja, so. Aber es sollte auf jeden Fall immer so. Naja, also wenn ich jetzt irgendwie ein schlechtes Energieversorgungsnetz habe, kann das auch unsymmetrisch sein. Ja, also es kann sowohl der Erzeuger als auch der Verbraucher können irgendwie unsymmetrisch sein. Und wenn einer von beiden unsymmetrisch ist, dann ist natürlich im Prinzip die ganze Schaltung unsymmetrisch. Ja, so. Also wir hätten jetzt mal hier irgendwie diese sozusagen hier vier Fälle hier unten, die ich jetzt mal irgendwie so diskutieren möchte. Mit und ohne N. Vielleicht schiebe ich das mal hier an der Seite gleich noch so ein bisschen runter. Ja, so. So, nehme ich mal den ganzen Wust und schiebe den mal noch ein bisschen hoch, dass ich da noch ein bisschen mehr Platz habe. So. Also, ich mache jetzt mal irgendwie so. Ich schreibe mal hin, irgendwie einfach schwer. Also, wenn wir einen Neutralleiter haben, ja, wenn das hier verbunden ist, ja, dann ist es ja im Prinzip eigentlich im Prinzip das Einfachste der Welt, das auszurechnen. Wenn ich diesen Neutralleiter habe, ja, dann habe ich ja hier oben einfach eine Masche, kann ausrechnen, was passiert. Ich habe hier unten eine Masche, kann ausrechnen, was passiert. Und ich habe hier eine Masche und kann ausrechnen, was da passiert. Also, wenn ich einen Neutralleiter habe, egal ob das symmetrisch ist oder unsymmetrisch ist, ist das
einfach das ausrechnen. Hier würde ich sogar hinschreiben, das ist sehr einfach, weil ich halt einfach in einer Masche rechne, was da passiert. Und dann passiert in den anderen drei Maschen genau das Gleiche, weil das ja symmetrisch ist. Ja, und hier ist es immer noch einfach, das auszurechnen, weil selbst wenn das unsymmetrisch ist und in jeder der drei Phasen was anderes passiert, ja, sind ja die Phasen trotzdem entkoppelt durch diesen Neutralleiter. Ja, also ich kann einfach durch den Neutralleiter für jede Masche eine einzelne Maschengleichung halt hinschreiben. So, also zumindest solange das so ein idealer Neutralleiter ist. Ne? Wenn der Neutraler halt einen Widerstand hat, dann sagen wir mal, ist das halt schon irgendwie was anderes. Aber wenn da einfach eine Durchverbindung ist, alles super. So, wenn ich keinen Neutralleiter habe und das ist symmetrisch, dann ist es im Endeffekt genauso einfach wie vorher, weil wenn das symmetrisch ist, fließt ja kein Strom über den Neutralleiter. Und ich könnte ihn auch einfach weglassen und es ist wieder so, ich könnte im Prinzip so tun, als ob der da ist oder auch nicht. Ich rechne aus, was in einer Masche passiert, in allen anderen drei, oder ich rechne aus, was in einer Phase passiert, in den anderen Phasen passiert halt genau das Gleiche. So, und tricky wird es halt, schwierig wird es, wenn das unsymmetrisch ist oder das unsymmetrisch ist oder beides unsymmetrisch ist und ich nicht diesen Neutralleiter habe. Ja? Weil dann habe ich ja da muss ich halt einfach im Prinzip Netzwerkberechnung machen, sogar wie vorher. Ja, dann habe ich hier einen Knotensatz und hier einen Knotensatz. Also ich habe sozusagen eigentlich einen Knotensatz hier. Das ist ja der gleiche Knotensatz. Ja, und ich hätte im Prinzip drei Maschen, die ich aufschreiben kann für die drei Phasen. Und von den drei Maschen sind aber nur zwei unabhängig. Und dann müsste ich halt diesen einen Knotensatz aufschreiben und zwei Maschensätze aufschreiben. Kriege ich ein Gleichungssystem, muss das Gleichungssystem lösen. Ja, also das ist hier, das ist schwierig. Das ist the hard part hier. Da muss man gucken, was man irgendwie macht. Also das, ich sag mal, führt irgendwie auf ein Gleichungssystem, was ich lösen muss. Ja, oder ich versuche da irgendwas mit symmetrischen Komponenten zu machen oder ich weiß nicht was. Das ist auf jeden Fall tricky. So, dann hätte ich ja die Variante, dass sowohl mein Erzeuger als auch mein Verbraucher jeweils in Dreieck geschaltet sind. Also Erzeuger und Verbraucher sind beide in Dreieckschaltung. Also male ich mal ein Dreieck hier und ein Dreieck dort. Nicht schön, aber selten. So, nehmen halt wieder schwarz, um das miteinander zu verbinden und hier so einen großen Lötpunkt und hier einen großen Lötpunkt zu ergänzen und das mache ich wieder so und die hier vorne verbinde ich in diese Richtung. So, und hier ist es jetzt im Endeffekt so, hier kann ich ja keinen Neutralleiter haben. Ja, wo will ich hier Neutralleiter anschließen? Ich habe ja keinen Sternpunkt. Also ist eigentlich nur so die Frage, wie sieht das aus versus symmetrisch? Und unsymmetrisch? So, wenn es symmetrisch ist, ist es auch wieder einfach, weil, naja, hier ist ja auch so, ich rechne halt einfach in einer Phase das aus, was da passiert, ja, und in den anderen Phasen kommt dann halt genau das Gleiche bei raus. So, und selbst wenn das unsymmetrisch ist, ist das auch einfach, weil ja, die Spannung, die ich hier vorne habe, ja auch direkt einer Spannung hier hinten entspricht. Also wenn, egal wie groß diese Quelle ist und wie groß diese Quelle ist und wie groß diese Quelle ist und was sie sozusagen für Phasen haben, die Spannung hier hinten, hier über dem Widerstand, ja, die entspricht ja auch direkt dieser Quellspannung davon.
Also selbst wenn das unsymmetrisch ist, das ist so wie dieser Fall hier oben, unsymmetrisch mit Neutralleitern. Ja, das sind halt trotzdem drei einzelne Maschen. Ja, oder ich weiß direkt die Spannung hier hinten. Ich kann sozusagen direkt jeden Strom ausrechnen, der hier ist. Ich kann dann daraus diese Ströme ausrechnen. Also ich würde mal wieder hinschreiben hier, das ist wieder sehr einfach und das hier ist eigentlich auch einfach zu lösen, weil ich halt diese Spannung da hinten direkt halt weiß. Ja, ich schreibe mal hier noch jetzt irgendwie dran, Quellspannung. Nenne ich das mal UQ1 und UQ2 und UQ3. Und dann ist das hier halt R1 und R2 und R3. Und die Spannung über dem Widerstand R1, die ist ja genauso groß wie diese Quellspannung UQ1. Also das ist auch einfach. So, und jetzt haben wir eben diese Fälle und naja, da kann man sich so ein bisschen drüber nachdenken dann. Wenn ich den Verbraucher in Dreieck habe, ah ja, also es wird jetzt hier nicht mehr schöner. Oder wenn ich so wie hier den Verbraucher im Stern habe und jeweils die Quelle halt genau andersrum, den Erzeuger genau andersrum. Also hier mache ich mal einen Verbraucher im Stern. Und jeweils halt den Erzeuger immer genau in der umgekehrten Variante. Also hier habe ich den Erzeuger im Dreieck. Und hier oben habe ich den Erzeuger im Stern. Und ich verbinde das mal hier wieder den erste Phase, die zweite Phase und die dritte. So, und dann können wir uns wieder überlegen, hier gibt es auch nicht diese Möglichkeit mit und ohne Neutralleiter, weil wo soll ich die Neutralleiter drüben anschließen, genauso wie hier. Ich kann mir nur wieder diese Fälle überlegen. Es kann halt symmetrisch sein und es kann unsymmetrisch sein. So, und also das hier gefällt mir nicht so richtig. Jetzt mache ich nochmal kurz neu. So, naja, und hier ist es jetzt jeweils so, wenn das symmetrisch ist, dann ist es so noch so relativ einfach. Ja, naja, weil ich halt, wenn das hier symmetrisch ist und das symmetrisch ist, das irgendwie einmal ausrechnen kann. Ja. Also ich kann halt diese beiden Spannungen zum Beispiel, wenn das wieder UQ1 ist und das UQ2 ist, dann kann ich aus den beiden halt eine Außenleiterspannung hier ausrechnen, die Spannung U1,2. Und das ist halt die Spannung, die dann jetzt hier über diesem Widerstand, wenn ich jetzt hier so die gleiche Nummerierung verwende, die halt hier über den Widerstand R3 anliegt. Ja, und ja, kann das halt ausrechnen. So, wenn das hier unsymmetrisch ist, wenn diese Quellen hier alle irgendwie anders sind, diese Widerstände alle oder Impedanzen alle anders sind, dann wird es wieder schwierig. Dann läuft das auf ein Gleichungssystem raus, dass ich mir wieder überlegen muss, hier habe ich einen Knotenpunkt, hier habe ich einen Knotenpunkt, hier habe ich einen Knotenpunkt, hier habe ich einen Knotenpunkt. Also ich habe vier Knoten, kann ich drei unabhängige Knotensätze aufschreiben. Ja, und ich habe auch sozusagen vier, wie viele Maschen kann ich aufschreiben? Was wäre jetzt hier der vollständige Baum?
Also da muss man jetzt schon einen Moment drüber nachdenken. Dann kann ich halt auch kann ich drei Maschensätze aufschreiben, drei unabhängige Maschensätze, also drei unabhängige Knotensätze, drei unabhängige Maschensätze und komme auf ein Gleichungssystem mit sechs Gleichungen und sechs Unbekannten. Ja, also schreiben wir mal hin. Hier wollen wir irgendwie auf ein Gleichungssystem 3 kreuz 3 kommen, drei Gleichungen, drei Unbekannten. Wenn ich die Nummer hier symmetrisch habe, ist es noch einfach, wenn das hier unsymmetrisch wird, dann wird das irgendwie sehr kompliziert. Also das ist, ich würde nicht sagen sehr einfach, aber immer noch einfach. Und im unsymmetrischen Fall wird das halt auf jeden Fall schwierig, weil ich ein Gleichungssystem bekomme mit sechs Gleichungen und sechs Unbekannten. So, und hier muss ich mal noch ein bisschen Platz drunter ergänzen. Und schreibt man ja auch auf, also wenn wir hier den symmetrischen Fall haben, dann geht es auch wieder. Ja, also ich kann ja dann auch wieder eben mir überlegen, was in einer Phase passiert. Und wenn das unsymmetrisch wird, dann wird das sehr tricky in dem Fall. Also das ist der Case, oder wo es noch relativ einfach ist und das ist hier wieder auch ziemlich kompliziert, ziemlich schwierig. Weil man, naja, wie man sieht, eigentlich genau das, wir haben ja von der Topologie ja genau die gleiche Schaltung hier drüben, ja, bloß einmal irgendwie umgedreht. Also das führt auch wieder auf ein Gleichungssystem mit landläufig 6 mal 6 Gleichungen oder sechs Gleichungen für sechs Unbekannte, eine 6-Kreuz-6-Matrix, um diese ganzen Unbekannten hier zu bestimmen. So, ich ergänze mal noch hier, das wäre jetzt eben UQ3. Naja, und dann stelle ich fest, na doch, ich müsste meine. Ich hätte meine 1, 2, 3. Ich nehme mal das jetzt hier drüben R2 und das R1 und die mal hier irgendwie auch. R1, R2, R3. Und nenne jetzt immer genau die gegenüberliegende so. Also meine Notation ist hier nicht so ganz einheitlich. Das ist UQ2. Das soll mal UQ3 sein und das jetzt UQ1 sein. Ja, aber da müsste man sich irgendwie überlegen, wie man die benennt. Am schlauesten wäre es sicherlich, wenn man halt sagen würde, das ist der Punkt 1, das ist der Punkt 2, das ist der Punkt 3 und dann halt sagen würde, das hier wäre U10, das wäre die Spannung U20. Das wäre die Spannung U30 und so weiter. Und dass man halt hier sagt, wenn ich das auch wieder sage, das ist 1, 2, 3, dass das halt die Spannung U1, 2 wäre und dass die Spannung U2, 3 und dass die Spannung U3, 1 und so weiter und so fort. Ja, also wie man die benennt, muss man ja irgendwie was Schlaues ausdenken. So, das sind so die Fälle, die man halt so hat. Mehr kann es ja nicht geben.